Hallihallo, ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, ich stehe jetzt hier auf einem Berg oder sowas und habe hier eine wunderschöne Aussicht. Und ja, aber in diesem Video geht es nicht um wunderschöne Aussichten, sondern um wunderschöne Pferde. Und zwar möchte ich euch heute mal ja zeigen, welche Pferde ich mir unbedingt noch kaufen möchte, was so ein bisschen meine Favoriten in Star Stable sind, was meine Lieblingspferde sind. Und die ich unbedingt gerne haben möchte, die ich mir wünsche und für die ich brenne, würde ich sagen. So, ihr Lieben, da starten wir doch einfach mal hier in Wealdale, weil hier gibt es nämlich ja auch ein paar Pferde, die ich unbedingt noch haben möchte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt 2020, aber die möchte ich auf jeden Fall noch in meinem Stall haben. Und zwar wäre das einmal, den Haflinger habe ich ja jetzt schon, also zumindest den aus der Dandal. Und zwar diesen Tinker hier, den finde ich zum Beispiel auch wunderschön, muss ich sagen. Der hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, aber weiß nicht, ich finde ihn wunderschön. Diesen hier und ja, den möchte ich auf jeden Fall mir auch noch kaufen. So, das nächste, da geht es auch gleich hier weiter in Wealdale. Und zwar diese beiden Schönheiten hier, zumindest diesen hier. Und, oder, naja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich finde zumindest die, ja, nordschwedischen Kaltblutpferde, finde ich richtig süß auch irgendwie. Schaut doch mal die Gesichter an, das sieht einfach so niedlich aus. Ja, diese beiden finde ich auf jeden Fall wunderschön. Der hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hier, weil der erinnert mich ein bisschen an Haflinger, so von den Farben her. Den hier, wie gesagt, den finde ich wunderschön. Der ist gar nicht so teuer, die könnte ich mir sogar jetzt kaufen. Ja, aber nee, das mache ich natürlich nicht. Ah, ist kältebeständig. Okay. Ja, da gibt es ja noch einen Schimmel. Also da gibt es ja von dem noch einen Schimmel. Den hätte ich auch sehr gern. Aber der hier ist schon einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Genauso wie dieser hier. Den finde ich auch total schön. Ist auch so ein Kaltblut. Oder nordschwedisches Kaltblut. Und mach doch mal deine Rübe hoch, dass man dich auch mal sieht. Ah, das sieht so süß aus mit dieser weißen Schnippe hier vorne dran. Echt goldig. Und diese braunen Spitzen. Jetzt hat meine Raya gerade irgendwas gemacht. Ja, jedenfalls. Und das hier ist auch so ein Favorit von mir. Von den nordschwedischen Kaltblütern, genau. So, welche ich auch sehr, sehr schön finde, sind diese Fjordpferde. Ich habe ja, da finde ich eigentlich so alle gut. Also da könnte man sich noch mit der Farbe jetzt streiten, aber so generell sind halt diese Fjordpferde hier gemeint. Oh, die sehen auch so cool. Schau doch mal, das sieht so süß aus. Vor allem dieses hier gefällt mir, dieses Grau, Grauschimmel oder so. Und ja, da muss ich sagen, also ich habe ja, eigentlich habe ich ja schon ein Fjordpferd, aber das ist ja das Ohrpferd von Halloween. Und Wut ihr oder so hieß das ja. Und ja, aber so ein ganz normales Fjordpferd ist auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste der Pferdekäufe, die ich gerne noch haben tätigen will oder wie man das auch nennen möchte. Ja, auf jeden Fall auch hier dieses Fjordpferd ein ganz großer Favorit. So, da geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, das nächste Ziel ist jetzt hier Steves Farm. Und zwar, ja, ihr könnt es euch schon denken, welches ich auf alle Fälle gerne noch haben will, ist hier dieser Friese, also, oder ja, einer von den dreien halt. Weil der ist ja so ein bisschen kühl, also die Farben sind hier so ein bisschen kühl. Mir persönlich gefällt der hier, der etwas wärmer wirkt auf mich. Ja, der, ja, oder? Ja, der wirkt so ein bisschen wärmer. Der hier gefällt mir ein bisschen besser irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein riesengroßer Favorit. Der Friese hier ist aber auch ganz schön teuer, ne? Hätte ich sogar auch das Geld dafür, aber wie gesagt, der Friese ganz groß, ja, auf meiner Wunschliste. Und welches noch auf meiner Wunschliste ist, ist dieser wunderschöne schwarze Lusitano.
der auch so teuer ist, aber ich habe noch überhaupt kein Lusitano, muss ich sagen, aber also ja, auf jeden Fall dieser schwarze hier, der ist so wunderschön, den muss ich auf jeden Fall auch noch in meinem Stall haben. Und ja, gut, gehen wir mal zum nächsten Ort. So, ihr Lieben, und jetzt sind wir im Silberklet-Landgut. Und hinter mir, da seht ihr ja schon die ganzen Pferde stehen. Und zwar dieser schwarze Andalusier, den finde ich ja auch so wunderschön. Kostet leider auch so viel. Aber ein Andalusier habe ich ja schon, den Apfelschimmel, das ist der einzige. Und wie gesagt, den hätte ich natürlich auch sehr, sehr gerne. Genauso wie diesen hier. Aber bei dem muss ich sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein. Er ist nicht ganz so mein Favorit. Also den möchte ich auf jeden Fall auch haben, aber ist es nicht so, dass ich sage, ich muss ihn jetzt sofort kaufen, wisst ihr? Ja, ein Schimmel, ein komplett weißes Pferd habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Da finde ich zum Beispiel diesen Schimmel Andalusia auch wunderschön. Den möchte ich auf jeden Fall auch unbedingt haben. Also auf jeden Fall. Hier das Schwarze, den Schwarzen hier, den Rappen und den Schimmel. Auf jeden Fall brauche ich die in meinem Stall. So, wartet mal. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier ist. Und zwar, genau den hier habe ich schon. Welchen ich noch unbedingt haben muss, ist dieser Hannoveraner hier. Okay, der kostet 890. Ich weiß nicht, irgendwie, ich finde ihn irgendwie total süß und knuffig. Ja, keine Ahnung. Ich finde ihn einfach irgendwie wunderschön. Ist Level 14, könnte ich mir sogar kaufen, tatsächlich. Auf jeden Fall, Hannoveraner ist für mich so ein richtiges Turnierpferd, wenn man das so sagen möchte. Ja, wunderschön. Auf jeden Fall auch auf meiner Favoritenliste. Und ich muss ihn unbedingt haben. Und dann natürlich habe ich mir mal ja eine andere Star Stable Spielerin getroffen. Die hatte diesen Lusitano hier, diesen dunkelbraun irgendwie. Und mit dieser Schnippe hier ist süß. Und ich habe mich total in diese Farbe auch verliebt. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde. Keine Ahnung, mir fehlen da einfach die Worte zu. Ich finde ihn einfach nur wunderschön. Okay, hat er auch noch so einen Stern hier oben drauf. Das sieht süß aus. Auf jeden Fall. Ich finde die Farbe einfach so schön auch. Und dann so mit dieser dunklen Mähne. Oh, ich möchte ihn am liebsten jetzt sofort kaufen. Oh, ich weiß nicht. Also so ein Pferd habe ich auch noch nicht, was einfach nur so braun mit schwarzer Mähne ist. Fehlt mir irgendwie. Ja, ganz, ganz, ganz toll auf jeden Fall. Dazu zählt natürlich auch dieser weiße Lusitano. Diesen finde ich natürlich auch mega schön. Ne? Der ist einfach nur komplett weiß. Also, wie gesagt, so ein weißes Pferd habe ich noch nie gehabt. Weiße Pferde sind meine Lieblinge, genauso wie schwarze. Und das auf jeden Fall ein Muss. Auch dieses hier. So, was haben wir denn noch? Ja, bei den, ich sag mal so, bei den Araltekinon finde ich diesen hier schön. Also, ja, ich weiß nicht, ich finde die Farbe hier hat was. Da muss ich sagen, die Araltekinon sind jetzt nicht unbedingt meine Favoriten. Aber bei ihm hier ist das ein bisschen anders. Weil ich finde einfach diese Farbkombination hier, generell so diese Färbung einfach so schön. Und auch diese Plässe hier, die da. Ach, keine Ahnung. Ich finde ihn auch wunderschön und das ist auch einer meiner Favoriten. Der hat, glaube ich, blaue Augen tatsächlich. Wow, mega. Ja, ganz groß im Kommen bei mir hier dieser Araltekiner, genau. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken. Was sind das denn für welche? Ach so, das sind Araber. Nee, die Araber sind bei mir ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Im wirklichen Leben, im realen Leben sind Araber so meine Lieblingspferde, aber in Star Stable sind das eher so meine, naja, die Pferde, auf die ich am ehesten verzichten kann. Sagen wir es mal so. Okay, es geht noch weiter, ihr Lieben. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Ort.
So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier am nächsten Ort. Das ist der Golden Hills Valley Stall. Und hier habe ich, wartet mal, hier habe ich auch was gefunden, was mir auch unheimlich gut gefällt. Und zwar wäre das einmal hier dieser Trakehner, dieser schwarze, den Rappen hier, den finde ich so schön. Den habe ich letztens ja zufällig hier entdeckt. Ist auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste ganz weit oben. Ich weiß auch nicht, das sieht einfach irgendwie schön aus. Wie gesagt, schwarze Pferde und weiße Pferde sind so meine Lieblinge. Von daher auch dieser. Und dieser hier, dieser, ja, dieser Fuchstrakehner, der gehört auch mit dazu. Den finde ich auch wunderschön mit dieser Blässe hier. Und ah, ich weiß nicht, wie man diese Färbung, diese Weiße hier an den Beinen nennt. Sind das Kniestrümpfe oder so? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls finde ich ihn auch wunderschön. Mega auf jeden Fall. Den möchte ich auf alle Fälle unbedingt haben. Und dann auch noch diesen hier. Weil ich finde auch seine Färbung hier ist einfach so schön. Ich kann ja mal kurz, wartet mal. Diese dünne, ja, nee, das ist keine Blässe, glaube ich. Das ist so ein Strich einfach nur, ne? Ja, auch hier diese ganze Färbung von diesem Trakehner finde ich auch wunderschön. Ja, diese drei Trakehner auf jeden Fall auf meiner Favoritenliste. Die müssen unbedingt alle noch einziehen. So, das wird ein teurer Spaß, ihr Lieben. So, dann gehen wir zum nächsten Ort noch. Ich habe noch was. Und da sehen wir uns gleich beim nächsten Platz. Beim nächsten Stall, besser gesagt. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier in Dandal angekommen. Hier hatte ich ja letztens schon eins meiner Lieblingspferde gekauft, und zwar diesen Haflinger. So, und jetzt hat sich die Raja hier wieder unter den Tisch gelegt. Ja, und ich habe hier aber noch mehr Lieblingspferde, und zwar diese beiden hier. Das sind ja hier diese, ja, Connemara-Ponys, finde ich wunderschön. Auf jeden Fall diesen. Ja, Fliegenschimmel, den habe ich mir auch schon so ewig gewünscht. Und der muss auf jeden Fall auch bei mir in meinen Stall einziehen. Und genauso auch dieses Connemara Pony, weil ich finde diese Fellfarbe hier schön mit der weißen Mähne dazu. Das ist so, habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so groß in Star Stable gesehen. Hier dieses hier. Keine Ahnung. Ich finde es jedenfalls wunderschön. Auf alle Fälle. Muss unbedingt einziehen. Und jetzt muss ich kurz schauen, ob das jetzt noch hier war, was ich jetzt noch gemein. Nee, das war hier nicht dabei. Nee, da war es das an der Stelle. Okay, ihr Lieben, dann hab ich noch einen Ort, und da gehen wir auch noch hin jetzt. Und da zeige ich euch. Naja, es sind nicht mehr viele jetzt, aber ein paar sind es halt noch. Bis gleich. So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier bei Marleys Farm angekommen. Ja, und hier gibt es auch ein Pferd, welches ich unbedingt, unbedingt, unbedingt haben will, was eigentlich mein absoluter Favorit mit ist zu dem Welschpony und zu dem Haflinger. Das wäre nämlich. Wartet, da muss ich kurz hier rüberlaufen. Wartet, wo haben wir denn den? Und zwar hier. Und zwar dieser, ich glaube, Tigerschecke ist das, ne? Dieser Mustang hier in diesem, ja, Tigerschecken, Fellmuster, würde ich sagen. Oh, ich weiß auch nicht, das ist so, ich finde ihn so speziell irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist mein absoluter, ich würde ihn am liebsten jetzt sofort kaufen, aber nee, ich wollte erstmal die anderen so ausleveln irgendwie. Ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Mustang hier ist mein absoluter Favorit. Auf jeden Fall. Und da sind wir auch noch gleich beim nächsten. Und zwar ist das wieder ein schwarzes Pferd. Und zwar hier dieser Quarter Horse. Oder gerne auch dieser Morgan. Es gibt ja noch diesen Morgan. Ich finde, das sieht so ähnlich aus. Also, ich weiß nicht, einer von den beiden, die sind für mich. Irgendwie gleich so. Ja, auf jeden Fall, den finde ich auch irgendwie wunderschön. Genauso wie den Morgan. Ah, den Morgan zeige ich euch nicht jetzt extra nochmal. Da ist, wie gesagt, der oder der Morgan, die sind für mich halt irgendwie gleich, muss ich sagen. Welches ich noch gerne haben möchte, was aber jetzt nicht unbedingt so sein muss, ist hier so ein Appaloosa hier. Ich weiß gar nicht, welcher Appaloosa das. Nee, das sind die.
Mir gefallen hier generell eigentlich die alle hier. Aber nee, das ist auch kein Appaloosa. Welcher war denn da jetzt hier noch? Da war doch noch so ein anderer Appaloosa. Dieser hier, genau. Ja, jedenfalls der hier gefällt mir auch ganz gut. Wie gesagt, mir gefallen eigentlich alle, die hier stehen, muss ich sagen, ja. Auf jeden Fall, Appaloosa ist auch, ja, Favorit auf jeden Fall, aber nicht so, dass ich jetzt sagen muss, den muss ich jetzt sofort kaufen. Da hat es noch ein bisschen Zeit, sage ich mal so. Okay, und jetzt gehen wir noch zum, ich glaube, das, wartet mal, ich glaube, zum letzten Ort. Ich glaube, das müsste der letzte Ort sein. Da ist noch ein Pferd, was ich unbedingt haben muss. Und das sehen wir uns gleich. So, ihr Lieben, und wer hätte es gedacht? Der letzte Ort ist natürlich die Hütte des Einsiedlers. Und na, wenn ihr mich kennt, ihr wisst, die Welsh Ponys sind meine absoluten Lieblingspferde. Zusammen mit den Haflinger. Ich glaube sogar fast, dass die Welsh Ponys noch ein bisschen beliebter sind bei mir. Aber meine absoluten Lieblingspferde, das weiße hier habe ich ja schon. Und ich finde auch diesen Fuchs hier wunderschön und vor allem auch diesen Grauschimmel hier finde ich auch wunderschön. Der hat blaue. Hat der blaue Augen? Doch grau, ja, sieht so aus. Meins hat. Ach, schaut mal, so grün, ne? Grün-grau oder so, keine Ahnung. Ja, jedenfalls finde ich ihn zum Beispiel auch wunderschön hier. Das ist nicht ganz schwarz, das ist mehr so, ja, mit. Ja, braun würde ich sagen. Rötlich-braun, rostig irgendwie. Möchte ich auf jeden Fall gerne haben. Und diesen hier, diesen schwarzen möchte ich gerne noch haben. Und auch diesen hier und diesen auch. Also eigentlich ja alle. Ja, da wisst ihr Bescheid, ne? Also wie gesagt, den weißen habe ich ja schon. Und die möchte ich eigentlich alle noch hier haben. Den Fuchs hier eventuell nicht unbedingt, würde ich sagen, aber. Ah, die anderen möchte ich auf alle Fälle haben. Jo. Wie teuer waren die jetzt nochmal? Jetzt muss ich nochmal gucken. 790 sind gar nicht so teuer. So, okay, ihr Lieben, ich glaube, das war's. Ja, da mache ich dann nochmal ein Ruhenfoto. Das mache ich jetzt nicht. Ja, da wisst ihr jetzt erstmal ungefähr. Was so meine absoluten Top-Pferde sind, die ich auf alle Fälle haben möchte. Ich habe noch viele andere Lieblingspferde, klar, aber werde ich wahrscheinlich auch zwischendurch kaufen. Aber das sind auf jeden Fall die Top-Pferde, die ich unbedingt haben, die ich haben muss einfach. Ich kann einfach nicht anders. Ja, okay, das war's dann an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut und bis bald, ihr Lieben.